Die letzte Aufgabe der Rätselqueste 2021 der Ulysses Online Con ist angebrochen und diesmal geht es um Temporalmagie, wobei wir uns davon nicht täuschen lassen sollten, denn diesmal geht es wirklich nur um ein altbekanntes Thema, nämlich unsere gute alte Uhr mit den 12 Stunden und den Minutenzeigern, die sich in einer Stunde einmal rumdrehen. Und die Frage ist, wie oft am Tag stehen diese beiden Zeiger zueinander in einem rechten Winkel? Und alles, was man sich dann so vorstellt, ach ja, einmal pro Stunde wahrscheinlich, ne? Und dann fällt einem auf, oh ja, einmal pro Stunde, aber der, man muss ja sowohl den rechten Winkel so um 3 Uhr als auch um 9 Uhr quasi abbilden. Also irgendwie zweimal pro Stunde vielleicht. Also vielleicht dreht er sich, also 12 Stunden hat der Tag, vielleicht 24 Stunden hat der Tag, dann zweimal sind vielleicht 48 Mal oder auch nicht. Stellen wir uns mal vor, wir setzen uns auf den Stundenzeiger einer Uhr drauf und gucken immer nach vorne. Dann warten wir einen ganzen Rundlauf dieses Zeigers ab. Also von der 12 laufen wir einmal mit diesem Stundenzeiger mit, wieder bis zur 12. Frage, wie oft kommt in dieser Zeit der Minutenzeiger an uns vorbeigerauscht? Normalerweise, wenn wir immer nur auf die 12 gucken würden, würde der Minutenzeiger, 12 Stunden würde 12 Mal an uns vorbeigerauscht kommen. Da wir uns aber eine Umdrehung quasi mitdrehen, kommt er eine Umdrehung weniger oft an uns vorbeigerauscht. Das heißt, wir haben nur noch 11 Bewegungen an uns vorbei. Und bei jeder dieser Bewegungen, die er sich mit mir mitdreht, ist er einmal genau rechts von mir und einmal genau links von mir, also im 90-Grad-Winkel. Das heißt, bei jeder dieser 11 Umdrehungen ist er zweimal in einer 90-Grad-Position. Also haben wir in 12 Stunden 22 rechte Winkel zwischen Stunden- und Minutenzeiger. Und da das ja nur eine Hälfte eines Tages ist, der Tag hat 24 Stunden, der Stundenzeiger geht zweimal rum, haben wir insgesamt 44 mal einen rechten Winkel. Das sollte hoffentlich die Antwort sein.